Ja, hallo zusammen, mein Name ist Herbert Wilms. Ich lebe seit 40 Jahren in Wipperfürth, arbeite auch hier, bin bei der Stadtverwaltung beschäftigt. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, ein Türchen zum Adventskalender zu füllen. Habe lange überlegt, ob ich über die aktuelle Corona-Krise spreche und habe mich letztendlich doch dazu entschlossen. Allerdings möchte ich etwas anders unterwegs sein. Es ist sicherlich eine schwierige Situation seit März. Ich bin aber eigentlich immer sehr optimistisch und denke, dass wir die Krise auch gut überstehen werden. Im Vergleich mit anderen Ländern, ich habe Freunde in vielen Ländern, denke ich, dass bei uns das Gesundheitssystem und auch das Sozialsystem sehr gut aufgestellt sind. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich sehe, dass Nudeln oder Toilettenpapier in großen Vorräten eingekauft werden, dass hier so ein bisschen Mimimi herrscht. Ich wünsche mir da eigentlich mehr Zuversicht bei den Menschen, dass man gemeinsam sagt, wir schaffen das und kommen gut durch die Krise. Ich möchte die Gelegenheit jetzt auch mal nutzen, mich bei den Pflegekräften in den Krankenhäusern und Altenheimen zu bedanken. Ich denke, das wird viel zu wenig gewürdigt, wie stark die in der Krise stehen. Ich wünsche mir, dass da aus dem Klatschen von den Balkonen für diese Menschen in den nächsten Wochen und Monaten auch endlich mal durch politische Beschlüsse eine angemessene Bezahlung kommt. Ich wünsche uns allen mehr Zusammenhalt in der Krise. Ich denke, dass wir es alles gut in der nächsten Zeit auch durchstehen werden. Ich möchte mich bedanken bei meinen Enkelkindern. Einige sieht man auch im Hintergrund. Wünsche allen eine schöne Adventszeit und bis auf bald.